Bisher bei Laschewski und Paul. In der letzten Folge ist eigentlich gar nichts passiert. Sie haben also auch nichts verpasst. Obwohl doch. Irgendjemand wurde erschossen. Der Kerl ist seit 3 Stunden da drin. Er hat 7 Geiseln. 6 Geiseln. Er hat 4 Geiseln. Die Situation ist kritisch. Wollen Sie Pizza Grande oder Normale? Für mich Grande und Knoblauch extra per favore. Also 2-mal Grande und 1-mal mit Knoblauch extra per favore. Roger. Roger. Schicken Sie die Geiseln nach draußen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir werden nicht schießen. Verpisst euch, ihr Scheißbullen. Immer hier. Da ist ein Blumenlieferant. Er sagt, er hat ein schönes Sträußchen rote Rosen für Sie. Wirklich? Der Mistkerl beißt an. Ich verkleide mich jetzt als Inder, dann gehe ich hoch und baller das Schwein ab. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich sage, wir gehen rein. Es gibt einen Hintereingang. Komm, Roger! Wer ist denn dieser Roger? Okay, wir sind drin. Ja, aber wohin soll ich bringen Pizza? Meine Fresse, da drin soll jetzt Nonnenkloster. Psst. Hier ist sauber. Warte, da ist noch was. Beeil dich, wir haben keine Zeit. Ich beeil mich, ja. Duftet nach Zitrone. Limette, komm jetzt. Kann ich Ihnen helfen? Wo geht's denn hier bitte zum Kidnapping? Das Kidnapping? Das ist im Nebengebäude. Ah. Morgen. Morgen. Und? Steht was davon in der Zeitung? Ja. Hier steht: Blumenlieferant verhindert zufällig Geiseldrama. 2 Polizisten verhaften unschuldige Büroangestellte. Mann, das ist sowas von peinlich. Das ist aber auch eine kranke Welt, in der wir leben. Das Gute ist, dass das Kidnapping im Schatten von dem stand, was gestern noch passiert ist. Hier, es gab eine 7-fache Vergewaltigung im Nonnenkloster. 7-fach? Mein Gott, wer wurde denn vergewaltigt? Ein Pizzabote.